Viele Männer entmachten sich schon in der ersten Begegnung. Mit einer Frau machst du das auch? Und tja, wie trittst du auf? Wodurch definierst du dich überhaupt als Mann? Mein Name ist Orlando Owen und ich habe schon Tausenden von Menschen wie dir geholfen. Wenn du keines der spannenden Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Viele Männer entmachten sich schon vor der ersten Begegnung mit einer Frau. Indem sie ihr gegenüber keine klare, selbstbewusste Haltung einnehmen, indem sie nicht selbstbewusst auftreten, indem sie ihr meist nicht einmal klar und direkt in die Augen schauen können. Vor allen Dingen ohne sich als Creep, also als schleimiger, undurchsichtiger Typ oder als Stalker oder irgendwie als Perverser vorzukommen. Nicht, dass du das bist. Tatsächlich empfinden die meisten Frauen eher dieses Zurückhalten von Sexualität, wie ich ja schon so oft betont habe, eher als creepy. Aber die meisten Männer denken, ja, ich muss das zunächst mal zurückhalten, fühlen sich nicht wirklich wohl. Die Tiefenstruktur ist, aber sie fühlen sich nicht wirklich wohl als Mann. Und was zum Mann gehört, nämlich sexuelles Interesse an Frauen und durchaus den Wunsch, die eine oder andere flachzulegen. Das ist das, was Männer machen. You have a problem with that? Ich nicht. Aber vielleicht du, und das ist eine Frage, die kannst nur du für dich beantworten. Und die musst du ganz, ganz ehrlich beantworten. Wenn du dir nicht einmal ganz sicher bist, ob du dieses Problem hast oder nicht, wenn du schon drüber nachdenken musst, ob du es hast oder nicht, kann ich dir fast schon mit Sicherheit sagen, die Chance ist groß, dass du es hast. Das ist aber nicht schlimm. Es geht ja darum, dass du es erstmal erkennst, und bevor du es erkennst, kannst du ja auch nicht wirklich was machen. Es ist also gut, es zu erkennen. Viele Männer entmachten sich schon in der ersten Begegnung. Mit einer Frau machst du das auch. Naja, woran merkst du es? Wenn du zum Beispiel den initialen Augenkontakt mit einer fremden Frau machst. Fühlst du dann dich unkomfortabel? Ich meine jetzt nicht ein bisschen ist immer dabei. Du kennst sie ja schließlich nicht. Aber ich meine jetzt, ist es wirklich unangenehm? Ist es ein Gefühl, was dich anficht oder wo du wirklich denkst, naja, damit kann ich jetzt nicht umgehen. Wo es herkommt? Ja, es kommt natürlich aus einer Unsicherheit. Wenn du natürlich nicht einmal weißt, warum du sie anschaust. Aber wenn du dich fragst, unbewusst vielleicht, könnten jetzt ganz schlimme Dinge passieren oder kommt die jetzt zu mir und sagt, hey du perverser Macho, was wagst du es mich anzuschauen, das ist sexuelle Belästigung. Solche Ängste, glaubst du oder glaubst nicht, grassieren irgendwo unterschwellig im Unbewussten ganz vieler Männer. Ja, das ist traurig, aber wahr. Und vielleicht denkst du jetzt, ich habe das Thema nicht, ja guck mal tiefer rein, vielleicht. Wenn du mal genau reinschaust, vor allem wenn du in der Situation bist oder wenn du dich an eine Situation erinnerst, wo dich eine Frau so hart angeschaut hat. Ich meine jetzt nicht nur im Club oder in der Bar, das meine ich jetzt weniger, das sind atypische Situationen. Ich meine jetzt auf der Straße, im Zug, in der Tram, wo auch immer, am Bahnsteig, wo immer Leute sind, im Aufzug und wissen jetzt nicht, wo sie hinschauen sollen. Ja, wenn du dann eine Frau anschaust, was geht dir dann durch den Kopf oder durchs Herz? Buchstäblich das Gefühl, so heiß und kalt, wenn du so einer Frau in die Augen schaust und die hat nun mal einen starken, harten Blick, wie das die deutschen Frauen ja so gerne haben. Denn die sind ja knallhart und selbstbewusst und du hast aber nicht das Recht, das zu sein. Ja, und wenn du dann natürlich normalerweise als Erster wegschaust oder vielleicht sogar nach unten schaust oder dir irgendwo ja komisch vorkommst oder ganz unkomfortabel, dann ist das natürlich schon ein gerader Hinweis darauf, dass du deine Macht abgibst. Es ist nicht ganz dasselbe, wenn du jetzt zum Beispiel denken würdest, ja, vielleicht findet sie mich aber nicht attraktiv. Das ist eine Angst vor Zurückweisung. Ja, die ist um drei Ecken verwandt, aber das ist nicht strukturell dasselbe. Es ist indirekt dasselbe und ist sicherlich auch ein Faktor, aber das ist nicht das, was ich meine. Also, wie kommst du dir vor, wenn du so eine Frau siehst, wenn du eine attraktive Frau triffst oder kennenlernst, versuchst du eben dein Interesse, vor allen Dingen natürlich dein sexuelles Interesse, aber ich meine jetzt generell jedes Interesse, an ihr zu verschleiern? Stehst du gerade? Hast du eine gerade Haltung? Steckst du praktisch, also wir senden das auf Englisch, are you sticking your chest out? Also steckst du praktisch deinen Brustkorb vor? Das machen halt Männer. Ja, das typisch Macho wie ein Gorilla, der sich auf die Brust klopft. Nee, nicht so, sondern ganz einfach klar. Klar, stehend, selbstbewusst, gerade Haltung, Kopf hoch. Hast du eine echte
dominante Körpersprache. Und damit meine ich nicht, ey, yo, ich bin der Poser vom Dienst, ich bin so cool. Das meine ich nicht. Das ist so durchschaubar und wir haben es in jedem von unseren Workshops, wurde jeder, der das auch unbewusst oder unterschwellig gemacht hat, sofort entlarvt. Und es ist super gutes Feedback. Also, ganz im Ernst jetzt, übernimmst du klare Haltung und Körpersprache, Stimme, ist die klar und deutlich und laut oder pummelst du dir an deinem Mund rum oder nuschelst du eher? Fühlst du dich wirklich im Inneren komfortabel und wenn nicht, dann weißt du, dass hier ein Thema ist. Fühlst du dich authentisch, wenn du es tust? Wenn du dich nicht authentisch fühlst, naja, dann musst du vielleicht nochmal erstmal an die Authentizität rankommen. Kann auch sein. Ja, das sind alles Sachen, die da dir Indikatoren sind dafür, dass du offensichtlich vielleicht nicht wirklich in deiner Mitte bist, beziehungsweise keine klare Haltung oder keinen klaren Frame oder selbst Eigenidentität als Mann hier hast. Warum machst du es wirklich? Naja, generell Mangel an Rückgrat, Core Strength, bist nicht wirklich komfortabel als Mann in deiner Haut und deshalb drückt sich das auch im Äußeren an und deshalb magst du auch einfach dann nicht wirklich einer Frau in die Augen schauen. Es ist natürlich generelle Unsicherheit, vor allen Dingen, was dich als Mann betrifft. Und es ist generelle Verwirrung, wer du bist als Mann, was du bist als Mensch und was deinen Wert als Mann betrifft. Und es ist klar, wie viele Millionen Mal soll ich es noch sagen, die generelle Verwirrung des Mannes in der heutigen Gesellschaft, vor allen Dingen, was das betrifft, was ich heute sehe, nach politisch korrekter Verordnung durch Staat, Politik und Medien, da dürfen Männer ganz einfach nicht so typisch auftreten. Wo kämen wir denn hin, wenn das jeder machen würde? Und vor allem, wenn du es machen würdest, wäre eine Katastrophe. Also bleib schön brav in deiner Rolle als weichgespülter Warmdusche. Das ist das, was Frauen heute von dir erwarten. Und das ist deine Rolle in der heutigen Gesellschaft. Also akzeptiere sie bitte. Solange solche Sachen bei dir auch nur halbbewusst oder nur ein Hundertstel bewusst rumspuken, gibt es viel, viel Arbeit zu tun. Es ist keine Verurteilung deinerseits. Wie willst du es anders machen? Ich war ja schließlich auch da. Ich stelle in meinen Workshops regelmäßig die Frage, ob du vielleicht manchmal das unterschwellige Gefühl hast, von irgendeiner imaginären Instanz die Erlaubnis zu brauchen, eine Frau in der Öffentlichkeit überhaupt anzusprechen. Und erstaunlicherweise, so irrational diese Angst natürlich ist, die überwiegende Mehrzahl der Teilnehmer bejaht das in der Regel. Ohne aber genau benennen zu können, was das für eine Angst ist oder wo sie genau herkommt. Es ist schwierig. Ich kenne das Gefühl auch. Nur ich gehe damit ein bisschen anders um, als du es wahrscheinlich tust. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, was ist denn das für ein Quatsch? Natürlich gibt es da keine Instanz. Ja, vom Kopf her magst du das wissen. Wunderbar. Aber wie lebst du wirklich? Das Resultat ist das, was dir klar zeigt, wo du stehst. Und wenn du nicht die Resultate mit Frauen hast, die du gerne hättest, naja, dann könnte es hier vielleicht sein, dass hier ein Thema anzuschauen wäre. Und das sind irrationale Ängste, ja, aber woher kommen die überhaupt her? Unterschwellig durch die Medien, ich weiß es auch nicht ganz genau, wie die installiert worden sind. Nur ich kann dir sagen, wenn sowas über Jahre und Jahrzehnte in einer Kultur immer wieder wie selbstverständlich präsentiert wird, naja, dann ist es halt so, dass irgendwann mal ist es die absolute Wahrheit, ne? In Wirklichkeit ist es aber nur ein Kopf- oder emotioneller Virus. Ja, und so ist es auch mit der Zurückweisung durch die Frauen oder der öffentlichen Instanz, die irgendwann kommt und ganz schlimme Dinge werden passieren und werden dir auf den Kopf hauen und dich abführen als, perverser Lustmolch, nur weil du eine Frau in die Augen geschaut hast. Das ist halt wirklich das Problem. Und die Lösung, ganz konkret hier, stell dir zunächst mal ein paar Fragen. Ja, Fragen, du willst antworten. Ja, in den Fragen, in den richtig gestellten Fragen liegen Antworten. Aber fühl vor allen Dingen mal rein. Was macht einen Mann wirklich aus? Weil wenn du das nicht weißt, wie willst du dann einen klaren Frame als Mann haben, einen klaren Rahmen, eine klare Selbstverständnis? Ja, und in welcher Weise fühlst du dich als Mann? Vor allen Dingen unter Berücksichtigung der Frage, was macht einen Mann wirklich aus? In welcher Weise fühlst du dich als Mann? Wo fühlst du dich als Mann? Wo nicht? Wieso? Dann, was müsste passieren, dass du dich wirklich als Mann fühlen könntest? Oder in anderen Worten, Mann-Berechtigungsschein, Männlichkeitsberechtigungsschein, Existenzberechtigungsschein. Ja, was müsste passieren, dass du überhaupt ein Recht hast, ein Mann zu sein?
Ich kann dir nur eins sagen, ich kann nur wieder zitieren, was Malcolm X gesagt hat, der berühmte amerikanische schwarze Bürgerrechtler, der gesagt hat, in der Gesellschaft gibt dir niemand dein Recht. Wenn du ein Mann bist, nimmst du es dir. Und das Komische ist, wenn du es dir wirklich nimmst und klar nach außen hin ausstrahlst, in einer völligen Selbstverständlichkeit. Ich rede jetzt hier nicht von der bubihaften Überkompensation, yo bitch, oder der Poser. Der Poser scheint die schnellst wachsende Bevölkerungsgruppe in Deutschland zu sein oder in den USA auch. Du kennst die Typen meistens so Anfang Paar 20, dann Bilder von sich als Al Capone oder als Al Pacino, Starface, say hello to my little friend, mit Sonnenbrille, gespikten Haaren, unter dem Hintergrund, war so ein geiles Foto, habe ich neulich gesehen. Macho Fail hieß es, glaube ich. Und es war ganz lustig, war nämlich im Hintergrund so ein paar Stofftiere. Der Typ vorne mit Sonnenbrille und so cool auf Mafia-Typen. Im Hintergrund so ein paar Plüschtiere. Es war irgendwie, es ist genau das, was ist. Deshalb nennt man sie ja auch Poser. Inauthentischer geht's nicht. Ich rede also nicht davon. Das ist nicht ein klarer Frame als Mann. Das ist bubihafter Schwachsinn. Und tja, wie trittst du auf? Wodurch definierst du dich überhaupt als Mann? Oder als Mensch, als spirituelles Wesen? Ist das dein Körper, dein Geist, dein Geld, dein Aussehen, deine finanziellen Mittel? Ist es, was du erreicht hast? Was ist es? Und wie viel davon ist wirklich notwendig? Muskeln, sportliche Fähigkeit, alles davon. Alles toll. Macht dich das zum Mann? Du bist so männlich, wie du dich im Inneren fühlst. Wie fühlst du dich? Wie definierst du dich als Mensch? Als, sollen wir mal sagen, spirituelles Wesen? Welchen Beitrag leistest du zu der Gesellschaft? Ich meine nicht in terms of Bruttosozialprodukt. Ich meine jetzt wirklich, bist du, machst du einfach nur einen Job, der im Grunde genommen keinen wirklichen Unterschied für den Lauf der Welt macht oder für das Wohlbefinden anderer Menschen? Dazu musst du nicht Mutter Teresa werden oder jetzt jedes Jahr 10.000 Euro spenden. Es ist ganz gut, sowas mal zu machen, wenn du es kannst. Ich gebe auch immer einen bestimmten Prozentsatz meiner Einkünfte, den Zehnt, wenn du so willst, spende ich an den Regenwald, ACT, Amazon Conservation Team. Eine gute Idee, der Mann Mark Plotkin ist ein Schaman und hat sehr viel mehr Regenwald gerettet als alle anderen Organisationen ihrer Art zusammen. Also Amazon Conservation Team, ich kann es nur empfehlen. Aber das ist nicht das, was ich meine. Aber wichtig ist, inwiefern bist du an deinen Lebensweg und an deine Lebensvision somit, die kann sich nur aus deinem Lebensweg oder deinem Lebenszweck, dem Urschrei deiner Seele, ich will aber das, kann sich das nur ergeben, bist du damit irgendwie angeschlossen. Und vorher kannst du auch nicht klar wissen, wer du als Mensch oder als Mann bist. Ultimativ übrigens ist das Ganze natürlich immer ein Problem des Selbstwertgefühls, aber eben hier auch ganz konkret ein Problem deiner eigenen Identität als Mann. Wenn du dein Leben auf eine vollkommen neue, andere, drastisch und dramatisch bessere Basis stellen willst, dann komm jetzt in Orlando's School of Masculinity and Transformation. See you there. Your life will never be the same. Schreib mir bitte in die Kommentare, was du aus diesem Video mitnehmen konntest und zögere nicht, mir deine Fragen zu stellen. Um keine Videos zu verpassen, abonniere jetzt bitte meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Es könnte dein Leben verändern. Außerdem findest du meine Videos jetzt auch auf Rumble, BitChute und meinem Favorite Brighteon. Die Links zu diesen Kanälen findest du ebenfalls unten in der Beschreibung unter diesem Video. So long, dein Orlando.